gladiators take the stage. Ja, nun ist es also wirklich soweit. Der TSV ist am letzten Tabellenplatz. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein Hartberg. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und ganz besonders freue ich mich, dass Dario Tadic heute gekommen ist. Richtig herausgeputzt. Danke, Dario, fürs Kommen. Danke. 6 Stunden dauert normalerweise so eine Heimfahrt von Innsbruck nach Hartberg. Nach so einer Niederlage, wie lange ist denn die gefühlt? Gefühlt war es doppelt so lang. Gefühlt sitzen Sie immer noch im Bus. So in etwa, ja. Nein, es war eine ziemlich lange Heimfahrt. Aber ja, haben wir lang genug Zeit gehabt, zum Überlegen, was wir falsch gemacht haben. Und ja, am Sonntag haben wir es dann beim Training noch intern besprochen, was wir besser machen müssen. Und ja, Fokus wieder auf Samstag. Was muss man besser machen? Was kommt da raus bei solchen Gesprächen? Ja, bei den Gesprächen, das bleibt natürlich intern, ja, was in der Kabine gesprochen wird. Sind die hitzig? Sind die ruhig? Manchmal sind sie ruhig, ab und zu sind sie hitzig, das gehört ganz normal dazu. Aber wichtig ist, dass ja, jeder weiß, um was es geht. Was da jetzt bei jedem Einzelnen, beim Verein, um was da geht, dass wir da ja, am letzten Tabellenplatz sind, dass wir da nicht hinkehren. Und ja, jetzt haben wir noch 3 Runden Zeit, dass wir sie da ausreißen. Ja, dabei wäre man ja mit einem Sieg 5 Punkte weg gewesen. Dann hätte man es ja wirklich fast schon eingetütet, diesen Klassenerhalt. War das von dem her doch die bitterste Niederlage der Saison? Es tut natürlich jede Niederlage weh, dass jetzt gegen einen direkten Konkurrenten passiert ist. Ja, tut natürlich noch mehr weh, aber es, im Gust, wenn wir die Partie gewinnen, ist es noch nicht entschieden. Wenn wir es verlieren, genauso wenig. Es sind noch ein paar Punkte, die uns noch trennen. 3 Partien sind noch zum Spielen und da müssen wir das Beste ausholen. Ja, im Abstiegskampf, da gibt es natürlich auch Psychospielchen. Angekommen im Stadion, wir haben noch folgende Bilder. Schauen wir mal. Wir unterstellen in Innsbruck natürlich keine Absicht, aber auf einmal geht's los, die Sprinkleranlage. Ist mir auch schon mal passiert in Innsbruck, kurz vor einem Live-Interview, war pitschnass. Das ist ja, so. Es ist mir auch gegen die Admira passiert. Also, ich bin genau davor gestanden und dann ist es losgegangen und ja. Ja, herrliches dazu. Bild, gehört genau, dazu. Genau. Angefangen hat man eigentlich gut und dann wieder mal so eine Standardsituation, Minute 28. War natürlich tolle Flanke, toller Kopfball, alles in Ordnung. Was muss man sich vorwerfen? Wie du gesagt hast, es war ein super Corner. Der Maki marschiert da ja, richtig entschlossen rein. Und ja, der Tommy war da, ja, wie man sieht, daneben, aber es hat anscheinend nicht gereicht. Und ja, Kleinigkeiten entscheiden halt solche Partien. Und in dem Fall war das leider gegen uns. Ja, hemmt irgendwie diese Situation dann doch vielleicht. Die letzte Konsequenz, hat auch der Trainer gesagt, hat gefehlt. Hemmen, ja. Wir sind eine relativ junge Mannschaft. Viele waren noch nie in so einer Situation, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Ich weiß nur, dass der Kröpfi, der Sigi und der René schon mal gegen einen Abstieg gekämpft haben. Die sind halt die erfahrenen Spieler. Und der Rest ist doch noch unerfahren, was das betrifft. Und das ist sicher kein Vorteil. Aber es liegt dann natürlich an uns, unter Anführungszeichen alten Spielern, ja, das in die Hand zu nehmen und die Mannschaft da zu pushen und rauszuholen. Das muss man aber dann außerhalb vom Platz machen, weil am Platz spielen irgendwie diese erfahrenen Spieler aktuell nicht. Ist das dann so, dass man dann abseits im Training spricht mit den Jüngeren? Ja, wir sprechen das natürlich in der Kabine an, wenn es gewisse Sachen zum Song gibt. Im Training gibt es auch natürlich Gespräche und ja, jetzt ist die Situation einfach so, dass ja, wir zurzeit nicht spielen. Der Trainer vertraut andere Spieler, das ist so zum Akzeptieren. Und wenn wir unsere Chance kriegen, müssen wir die dann nutzen. Wir haben ein paar Fakten zusammengetragen. Man ist eben jetzt Tabellenletzter. Die Hartberger haben nur eines eben der vergangenen 15 Bundesligaspiele gewinnen können. 17 Bundesligaspiele in Serie nicht zu null gespielt. 6 Niederlagen in den vergangenen 7 Spielen. Und jetzt ist man eben erstmals Tabellenletzter seit der 2. Runde. Sind das doch Fakten von einem Abstiegskandidat? Nummer 1. Ja, die Fakten sprechen auf jeden Fall gegen uns und sehr deutliche Sprache. Aber ja, das Gute ist, dass wir nur ein paar Punkte hinter dem letzten, hinter dem vorletzten sein. Und ja, wir müssen schauen, dass wir einfach in die direkten Duelle, was dann da kommen, damit, dass wir da wirklich das Beste rausholen und ja, dass wir dann am letzten Spieltag nicht da am letzten Platz stehen. Was haben wir immer gesprochen über tolle Stimmung in Hartberg, über den tollen Zusammenhalt. Bröckelt der nicht?
Nein, absolut nicht. Also die Stimmung ist trotz der, ja, der Krise noch immer gut. Also in der Kabine der Spaß, der Schmäh rennt, das passt alles. Natürlich, wenn du jedes Mal am Sonntag in der Kabine sitzt, nach einer verlorenen Partie, ist es nie optimal. Aber für das haben wir, ja, fühlt sich sehr Spaß an dem, was wir machen. Und wir haben da genügend Spieler in der Mannschaft, die was dann auch für den Schmäh sorgen. Und ja, das ist ab und zu gar nicht so verkehrt, dass man dann ja, die Gedanken vor der Niederlage wieder abblenden kann. Warum ist man da so, ich sage jetzt, drastisch abgestürzt? Sind das zwei Namen, Ljubic, Radas, die nicht mehr da sind? Ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass der Ivan und der Jovan immer bei uns sind. Ja, es liegt natürlich an der Vereinsleitung, die Spieler so zu ersetzen, dass es alles wieder passt. Ja, leider hat sich der Cianek-Peter Kreuzbandriss zugezogen, der fällt dann das komplette Jahr dann wieder aus. Aber es liegt dann an die restlichen Spieler, die was da sind. Und dann liegt es dann da, dass die, ja, sie umso mehr einhauen, dass man dann Spiele positiv beschreitet. Dario, was sagen Sie denn zu Ihrer Rolle aktuell? Sie haben Hartberg raufgeschossen, Topscorer in der damaligen Sky-Go erste Liga. Haben auch am Anfang eigentlich Stamm gespielt und ja, seit geraumer Zeit nur noch auf der Bank. Ja, ich bin persönlich natürlich nicht zufrieden mit der Situation. Ich glaube, kein Fußballer ist zufrieden, wenn er auf der Bank sitzt. Ich möchte natürlich jede Partie von Anfang ausspielen, aber der Trainer hat das so entschieden. Das ist zum Akzeptieren. Auch wenn es natürlich mich stört, aber ich kann mich nur aufdrängen in jedem Training, die ganze Woche Gas geben und ja, wenn der Trainer dann aufstellt, das kann ich dann leider nicht beeinflussen. Suchen Sie da Gespräche mit dem Trainer? Versteht man dann das? Oder so in Richtung, ich trainiere? Nein, man sucht dann schon das Gespräch. Natürlich, wenn man gewisse Entscheidungen nicht versteht, will man natürlich da eine Erklärung haben. Es sind auch Gespräche geführt worden und ja, wie gesagt, mehr als trainieren kann ich nicht. Und wenn der Trainer dann am Wochenende aufstellt, das ist dann so zum Akzeptieren. Und wenn ich dann die Chance kriege, muss ich dann da sein. Ja, die anderen Spieler sind ja auch unzufrieden. Raswalder, Kröpfel. Merkt man das auch ein bisschen? Ja, natürlich ist es kein Spieler zufrieden, der was auf der Bank sitzt oder nicht im Kader ist. Aber ja, der Trainer ist an der, was dann einen Kopf hinhalten muss, wenn es dann nicht passt. Und wie gesagt, wir Spieler können das heute nur bedingt beeinflussen. Unsere Sache ist, dass wir dann trainieren, Gas geben und wenn wir dann zu Minuten kommen, dass man das so optimal wie möglich nutzt. Bei anderen ist es umgekehrt. Zum Beispiel Jürgen Heil, der hat nie gespielt eigentlich, nur auf der Tribüne. Jetzt in den vergangenen drei Partien auf einmal Startelf. Das sagt er jetzt zu seiner Situation, Jürgen Heil. Ja, es ist eigentlich alles ein bisschen plötzlich gekommen, weil doch einige Runden nicht im Kader war. Und jetzt hat mir der Trainer das Vertrauen geschenkt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich hoffentlich der Mannschaft da immer helfen kann. Und ja, natürlich freue ich mich, dass ich wieder spielen darf. Ja, war das schon ein bisschen frustrierend, die Zeit immer auf der Tribüne? Auf jeden Fall, weil du trainierst, dass du spielst. Und wenn du das nicht mehr machen kannst, dann weißt du eigentlich nicht mehr, wie du mit denen umgehen sollst. Und jetzt bin ich einfach froh, dass ich wieder spielen darf. Und wir werden das auch zusammen als Team schaffen, den Klassenerhalt. Ja, und jetzt immer Startelf. Was bedeutet das für Sie, Ihren TSV Hartberg da oben zu halten? Diese Chance eben, da wirklich voll mitzuwirken? Ja. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer 1000% gebe, egal ob Training oder Match. Und wie gesagt, wir werden alles dafür geben, dass wir das Ziel erreichen. Und ich glaube auch, dass wir als Team so gewachsen sind, dass wir das auch schaffen. Und Jürgen Heil auch immer recht ansprechend gespielt, ein richtiger Fighter auch am Platz. Aber abseits ist er so ein bisschen der Clown auch, oder? Einer von den vielen Clowns, was wir in der Mannschaft haben, auf jeden Fall. Nein, der Heili ist ein brutaler Kämpfer. Er hat so richtig schon gesagt im Interview. Er gibt im Training immer alles. In jeder Partie gibt er alles. Er haut da wirklich rein. Und ja, vielleicht brauchen wir einfach die Tugenden in der jetzigen Situation, wo wir uns befinden. Und ja, nein, ich kann Heili nur ein Riesenlob aussprechen mit den letzten Partien. Ja, sind Sie auch so ein Clown? Oder nur der Teambär? Nein, ich bin anscheinend nur der Teambär. Also die Clown-Position übernehmen andere in der Mannschaft. Wie ist denn das aufgekommen mit diesem Teambär? Wir haben da eh noch Fotos, noch aus besseren Zeiten am Anfang der Saison. Wer hat mit dem angefangen? Der, was da rechts im Bild ist, der Svete René. Der hat, ich glaube, das ist sein zweites Hobby neben Fußballspielen, dass er für gewisse Spieler immer einen Spitznamen erfindet. Und ja, bei mir ist der. Ich bin der Bärle geworden, keine Ahnung wieso, vielleicht jetzt wegen dem Bord. nein, mehr sollte man fragen, wie er auf das gekommen ist. Ja. Und jetzt werden Sie auch dann der Papa-Bär, werden
Vater. Gratulation damals. Danke, danke. Dazu. Spielt das jetzt auch ein bisschen rein in Sachen Zukunft? Man ist jetzt kurz vor dem Abstieg, es ist brenzlig, äußerst brenzlig. Die Verträge laufen nur für die erste Liga. Spielen jetzt Zukunftsgedanken auch bei allen Spielern irgendwie rein? Wie geht's weiter? Jeder muss sich auch umsehen. Ich glaube, dass es auch natürlich eine große Rolle spielt, wie es für jeden Einzelnen weitergeht. Man weiß nicht genau, erste oder zweite Liga. Gewisse Verträge laufen aus. Ja, das ist natürlich für jeden Einzelnen wieder die Chance, dass er sich da beweist, dass er dem Verein sagt, er will da in der Bundesliga bleiben. Und auch die anderen Vereine, wenn wir jetzt noch super Partien spielen, kannst du natürlich auch für andere Vereine empfehlen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir den Verein einfach in der Bundesliga halten. Ja, und dann müssen wir noch eine Sache klären. Im Trainingslager waren die Kollegen von den Abstaubern. Johannes Hofer, mein Kollege, hat mit ihnen ein Elfmeterschießen gemacht. Sie haben das verloren. Ich muss ehrlich sagen, mir macht der Hosen ein bisschen nervös. Ja? Eben Johannes Hofer mit der legendären Hose. Und er hat das Elferschießen gewonnen. Gegen sie muss ich mal sagen, es hat noch keiner gegen Johannes Hofer verloren. Wetteinsatz, diese Hose mal tragen. Es wurde noch nicht eingelöst, wurde mir gesagt. Ist noch nicht eingelöst worden. Ja, ich warte eigentlich bei jedem Training, dass er mal auftaucht. Aber ja, ich weiß nicht, ob er darauf vergessen hat vielleicht. Aber er war noch nicht in Hartberg, ne? Diese Hose. Kommt jetzt schon das Grauen. Nein, du, wenn er mir es vorbeibringt, ist das überhaupt kein Problem. Dann wird er den Wetteinsatz natürlich einlösen. Ich bin gespannt. Ich freue mich auf diese Bilder jedenfalls. Und jetzt geht es dann schon weiter. Mattersburg. Blick mal ein bisschen voraus. Ja, Mattersburg haben wir gesehen, in dem Jahr liegt uns jetzt nicht so schlecht, sagen wir mal so. Und ja, es ist eigentlich wurscht, wer der Gegner ist. Wir müssen einfach schauen, dass wir unsere Fehler so gut wie möglich minimieren. Weil die werden einfach in der Bundesliga eiskalt bestraft. Und ja, wir müssen einfach vor dem Tor konsequenter werden. Wir müssen einfach mehr Chancen kreieren und die dann auch natürlich nutzen. Und auch wenn es einmal ein dreckiger Sieg sein soll, dann nehmen wir natürlich gern mit. Tore schießen, das wäre was für Dario Dadic. Ich würde es Ihnen wünschen, Dario. Danke für den Besuch bei uns. Die Partie gegen Mattersburg live bei uns auf Sky. Das war's mit Dein Verein Hartberg. Bis bald.